Und herzlich willkommen, Freunde. Oh, mal mein Mikro zurechtrücken. Und ja, das ist hier Part 6. Und ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich gerade im Pausenmenü bin. Außerdem ganz einfach ein Grund. Ich habe bis zur Nacht gewartet. Und so, dass es fast morgens ist, das sieht man jetzt schon so ein bisschen außerhalb des Pausenmenüs. Ja, dass ich dann in Kakariko reingehen kann, die Skulimuli sammeln. Und dann ja rausgehen kann, damit Tag wird und ich Kakariko ganz normal weitermachen kann und so. Also, legen wir los, weil ich will diesen Part nicht so lang machen, weil der fünfte Part, wo ich schon, oh Gott, ewig den Part beenden wollte, aber sie quatschten und quatschten und quatschten mich voll. Ja, nun ist er über 20 Minuten lang, wenn ich mich richtig entsinne und, ja, das tut mir ganz furchtbar leid, aber da ist halt die gesamte Zelda-Story dabei. Und das ist schon ganz gut, dass das so ein zusammenhängender Part ist. Jedenfalls ist es jetzt hier nachts und wir machen jetzt Skulimuli Collecting. So, ich glaube, einer war Baumside-mäßig so. Da kommt sie! Da fällt sie vom Baum. Schlitz! Fatz! Das ist ein Skuli. Die sammle ich ein. So, hier gibt's noch mehr. Warte mal, wo waren die denn nochmal alle? Also, ein paar weiß ich noch. Zeit fürs Sammeln. Oh, ich glaube, hier war hier auch noch einer drin? Nee, das war's nicht. Ja, genau, da oben. Warte mal. Mir war doch so. Ah, genau, mal gucken. Sniper Shot! Und. Einmal ist keinmal. Und hier ist noch eine. Und. Nimm das! Oh, die zieht mir ein ganzes Herz ab, das ist übel. Ich habe eine neue Skuli. Jetzt habe ich schon 7 Stück. Und dann muss ich noch die 7. da oben einsammeln. Oh Gott, das wird eine Kletterpartie. Da oben kann man es schon anvisieren. Und gleich sind wir da, gleich sind wir da, gleich sind wir da. Und. Achtung! Achtung! Link fällt! Aua! So, schon wieder aufgeladen. Ah, wo waren jetzt noch 2 Skulimunis? Wo war noch einer im Haus, wenn ich mich recht erinnere? Ach, das ist alles schon eine Weile her. Mich wundert es überhaupt, dass ich mir noch an solche Sachen erinnere. Also schon. Ach genau, hier war noch einer. Nimm das! Eine goldene Skuli. Ah, da, ich sehe noch eine. Da oben, auf dem Baudings. Wie komme ich denn da hoch, hä? Lasst mich hochklettern, bitte, bitte. Danke, danke. Komm schon, irgendwo muss es doch hier hochgehen. Ach ja, ich sehe eine Leiter, eine Treppe. Haha. ja. Ach, das war grad doof. Hi, Spinne. Die sind ziemlich groß. Und du hast eine Skuli. So, und dann gehen wir mal ins Skuli-Haus rein. Denn da ist ziemlich gruselhaft drin. Denn wir haben jetzt 10 Stück. Und das bedeutet, yeah, wir kriegen eine neue Geldbörse. Aber erstmal kommen wir rein und. Oh, verdammt, und Scheiße. Und man kann ihn auch ärgern. Komm, ich weiß, man kann nicht töten. Also töten kann man hier nicht. Haha, verkackt. Aber dann wird sie böse und greift uns an. Oh, verdammt, ich kann es nicht abblocken. Ja, er wehrt sich denn einmal. Natürlich nicht immer. Und man kann auch normal gegen ihn gegenhauen. Egal. Genug arme Opfer gequält. Das war's nicht. Da ist der Typi. Hey du. Der Fluch, er ist von mir genommen. Tausend Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Uhu. Du hast irgendwie so Bugs Bunny Zähne. Die große Geldbörse. Jetzt kann ich 200 Mücken mit mir rumschleppen. Das ist ziemlich cool. So. Das war's erstmal für jetzt. Die Skulis sammle ich ein. Und noch eine Sache werde ich mitnehmen, die ich brauche. Und dafür gehen wir in den Friedhof. Denn hier kann ich noch etwas lernen. Das ist
Ja, doch schon, naja, wichtig nicht, aber cool auf jeden Fall. Auf zum Friedhof. Wir besuchen das Grab vieler verstorbener Leute aus Kriegszeiten. Der Friedhof. Graveyard für Englisch, glaube ich. Hab ich mal in irgendeinem Video gesehen und da stand dann halt für Friedhof hier ein anderes Wort. Ob das wirklich auch Friedhof bedeutet, weiß ich nicht. So, irgendwo hier war ein Loch. Also ich bin mir sicher, hier ist ein Loch, aber ich bin mir sicher, dass es da nicht drin ist. Das ist nämlich irgendwo anders. Ach, wo war denn das nochmal? War es da? Also ich weiß, auf da kann ich auf jeden Fall das Zeug lernen. Denn hier kann man, wie ihr seht, etwas machen. Navi fliegt dorthin und ja. Gut. Ey, was war das? Das war jetzt doof. Doofer C-Stick. Oh mein Gott, was passiert? Etwas ziemlich Cooles. Es regnet. Und es gewittert stark. Und auf einmal... Es passiert. Ja, es schlägt der Blitz ein. Bats. Er schreit, als wenn er 10 Meter weit weg gesprengt wird, aber... Er fällt gerade mal auf die Nase. Er ist wahrscheinlich über einen Kieselstein gestolpert oder so. Und ja, hier ist ein Loch und hier gehen wir jetzt rein. Hier ist es ziemlich seltsam drin. Hier können wir noch nicht genau, hier können wir noch nicht machen, weil wir noch kein Feuer anmachen können. Beam mich hoch, Scotty! So. Aber ich weiß, hier irgendwo ist noch mehr. Oh. Hey, da ist noch eine Skulptur, aber da komme ich erst mit dem Bumerang ran. Tja, wo war denn das noch? Oder war das einer von denen? Ah, hier ist noch drin. Hoffentlich ist es richtig hier. Ja, das ist es. Aber das ist ein Gegner, vor dem ich ziemlich viel Schiss habe. Oh nein, ich bin gelähmt. Oh nein, ich bin schon wieder gelähmt. Und ich bin schon wieder gelähmt. Oh, er saugt mich aus und... Na, nimm das. Nein, nicht sterben. Oh, das wird jetzt kritisch. Oh, das war knapp. Puh, das war verdammt knapp. Boah, der hätte mich fast ausgesaugt. Boah, ja, genau deswegen hasse ich diese Gegner. Die sind richtig mies und einfach nur hässlich und ekelhaft und naja. Puh, komm, löst dich auf. Ich stell mich mal hier hin, haha. Oder muss ich das hier erst spielen? Ich glaube, das muss ich hier erst spielen. Tja, das ist jetzt doof. Weil normalerweise kann man ja ein Hühnerschild bekommen. Den man natürlich dann nicht kaufen muss an der Stelle. Und. Ach Mann, das ist wirklich schon wieder so lange her. Aber ich bin mir sicher, dass es das war. Oder war es doch ein anderer Grabstein? Eigentlich war es auch was, wo man hinten eine Tür aufsprengen konnte, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ach Gott, verdammt, das weiß ich alles gar nicht mehr. Hier war, glaube ich, auch irgendwas drin. Oh Mann, ich bin ziemlich am Recken hier. Das ist... Na toll. Bin beschäftigt. Sorry, bis später. Boah, ich muss mal hier ein bisschen Randale machen. Natürlich sind hier keine Herzen drin.
Toll. Nichts Brauchbares. Ich verpiss mich mal. Wo kriegt man denn jetzt einen schnellen Hylia-Schild? Ich weiß, man kann einen kaufen, aber das ist ja umständlich und teuer. Alter, warum soll ich einen kaufen, wenn es das auch kostenlos gibt? Ich brauche Herzen. Dringend. Ach, ich muss mir mal irgendwo dringend hier ein paar Herzen suchen. Warte mal, hier, da oben sind nochmal Tappe, da sind nochmal Herzen drin. Ach Gott. Also, das kann mir gar niemand sagen, wenn ich hier irgendwo schon ein Hylia-Schild kriegen kann. Ich weiß, ich könnte jetzt hier Kakariko, den Typen da hingehen und dann bietet der mir da im Laden einen Sonderpreis an, das weiß ich. Oh, mal ein bisschen. Oh, schön. Oh, da geht's ihm doch gleich wieder besser. Aber ich weiß, man kann trotzdem die Hymne der Sonne bekommen. Und die hätte ich gern. Weil unten brauche ich ja erst Feuer. Das ist ja wieder scheiße. Hi, Typi. Das Passieren ist nur mit königlicher Erlaubnis möglich. Du bist nicht befugt, diesen Bereich zu treten. Hast du das Schild nicht gelesen? Oh, doch, natürlich kann ich lesen. Ich habe einen Brief von der Prinzessin dabei, du Heinz Wurst, du. Hey, hier, da, guck mal, du Freak, du. Wir haben was richtig gemacht. Oh, das scheint in der Tat. Es ist Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Hm, na gut. Dies ist Kai. Er hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Haha, was für ein Brief. Ha, was ist denn das für ein seltsames Vorhaben? Wie dem auch sei, du kannst passieren, Zwergenheld. Ey, du mieser Soldat, Alter. Irgendwann hau ich dir auf die Fresse. Ach, Herr Nachwuchsheld. Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen, dann laufe ruhig weiter. Übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ja, jetzt gibt er uns eigentlich den Anfang für eine Quest, aber da muss ich ein Herzteil kriegen für. Das ist auch scheiße. Was ist das dann mit Herzteil? Ich weiß das alles gar nicht mehr. Du musst es nicht tun, aber immerhin habe ich dir eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon beim Maskenhändler? Naja, ich weiß, dass da einer ist, aber ich war noch nicht drin. Über diesen Namen spricht das halt jeder. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm meine Maske zu kaufen. Ach, doch leider fehlt mir die Zeit. Er muss hier Wache stehen. Tag, Nacht, 24 Stunden, 27 Tage die Woche, 24 Stunden den Tag und 12 Monate im Jahr. Naja, wisst ihr. Ja, naja, okay. Ich überleg's mir. So. Ja, ihr könnt mir gerne posten, wie das, unter welchem Grabstein die Hymne der Sonne zu finden ist, damit ich den Hylia-Schild hier kriegen kann. Ich möchte mir keinen kaufen. Das lege ich jetzt einfach mal so fest. Also Freunde, ich bedanke mich schon mal im Voraus für hilfreiche Kommentare und bis dahin viel Spaß und wartet, denn irgendwann wird es auch Part 7 geben. Bis dann, Freunde.